Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Blossom Tales. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Dingen, die uns fehlen. Was für eine Freude und Zuversicht. Ja, wir werden jetzt mal zwei Sachen noch machen, wo wir definitiv wissen, dass uns Dinge noch fehlen. Und zwar einmal hier den... das Briefquest fertig machen, ja? Die Suche nach den verloren gegangenen Briefen, quasi, ne? So. Gut. Das machen wir mal fertig und dann auf jeden Fall auch die Blumen müssen wir noch zurückbringen. Ihr wisst ja, die Blumensammlung vervollständigen ist auch wichtig. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich verlaufe mich immer so in diesem Spiel, weil es ist so weitläufig, ja, so umfangreich. Aber schön umfangreich, so. Einmal nach unten gesprungen, danke. Und dann müssen wir jetzt eigentlich ins Dorf kommen, theoretisch. Dorf, ja, wunderbar. Wir sind im Dorf. So. Kann ich eigentlich... Moment, ich nehme Gulixier mit. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben ein Fläschchen. Das passt, Gulixier. Ja, vielleicht müssen wir irgendwo auf dem Friedhof noch was machen. Weiß man ja nicht, ne? So. Lieber Postmensch, ich hätte da den Brief abgegeben, ne? Wow, du bist wirklich gut darin, Briefe zuzustellen. Du findest sogar die seltsamsten und ungewöhnlichsten Adressaten. Du hast Briefe zugestellt, die hier seit Jahren herumlagen. Ich meine, gut gemacht. Ich habe eine weitere Expresslieferung. Hast du schon einmal das Dojo in den sonnigen Schluchten besucht? Bring dieses Paket in weniger als 2 Minuten zu Dani. Ja, das schaffen wir, komm. Oh, müssen wir nur schauen. Einmal kurz hier, müsste das sein? Jetzt reicht's aber dann mit den Lieferungen, ne? Zum Glück wissen wir genau, wo dieses Dojo sich befindet. Na, da waren wir schon oft. So. Ja, es ist ein Viertel der Zeit, haben wir schon verbraucht, rein nur mit dem Rufen des Ballons. Das hätten wir vielleicht ein bisschen effizienter machen können, aber hey... So. Gut. Aber wir sind fast da. Wir haben noch gut Zeit. Überhaupt kein Thema. Hey, guck dir das mal an. Ja, sind wir schon da. In der Hälfte der Zeit sogar. Dani, ich habe was für dich. Oh, wow. Danke, du hast mein Paket pünktlich geliefert. Das sind Bioenergieregen, die aus Giftschlangen hergestellt werden. Endlich kann ich sehen, ob sie funktionieren. Du bist die erste Person, die sie vorher im Verfallsdatum geliefert hat. Um ehrlich zu sein, habe ich sie nur wegen ihres coolen Werbeslogans bestellt. Erst beißen, dann kauen, so saftig. Wow. Okay. Ja. Spezialattacken, danke. Gut. So. Aber jetzt werden wir trotz alledem, wo ist der Fischteich, ist ja eh quasi fast fast in der Nähe ist er definitiv nicht. Also wir werden kurz mal wieder, so, bitte einmal spielen, Lufttaxi, hol mich. So, dann gehen wir diesmal da hoch, weil ich möchte auf jeden Fall jetzt hier bei dem Typen noch tauschen. So. Einmal darüber zum Teich der freudigen Fische. Nach unten und... Hey, yo, ich hab was für dich, guck mal. Ja. Ja, gern. Wehe, du wirst jetzt wieder so grüne Fische. Ach Mensch. Ach komm. Echt jetzt? Jetzt will der so Mondmorchel-Dinger. Ja, super. Gut, ich meine, ich könnte natürlich jetzt hier rausfischen, aber da brauche ich ewig. Also im Endeffekt, diesen gelblichen sollte ich eh hier finden. Ja. Aber weißt du was? Hier nicht, weil da habe ich das Problem, dass ich hier definitiv alles bekomme. Das möchte ich nicht. Das ist mir zu stressig. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass es hier auch ein Herzteil gibt.
Warum laufe ich jetzt eigentlich? Ach komm, weißt du was? Hier. Zurück in die dunklen, in die dunkle Welt der dunklen Dinger, damit ich da angeln kann. Ne? Ist wichtig. So. Bist du fertig? Gut, dann würde ich sagen, gleich dahin, weil da ist ein Fischteich. So. Also theoretisch so ein Fischteich-ähnliches Ding, ne? Wie viel brauchte ich da jetzt eigentlich? 4 oder so, oder? Gut, ich werde da gleich mehr angeln, weil ihr wisst ja, für wegen, genau. Ihr wisst, was ich sagen wollte, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr wisst es. So, flupp, nehmen wir mit. Ja, wow. Ah, angeln. Warum muss das sein? Beschwere ich mich gerne? Ja, offensichtlich. Ist das was Neues? Ich denke nicht. Ja, das ist auch der Falsche. Das ist auch der Falsche. Was für eine Freude, dass ich hier wieder dauernd die ganzen falschen Fische angle. Na super. Ja, natürlich könnte ich das auf Offscreen machen, Leute. Aber das wird nicht passieren, weil ich will, dass ihr mit mir leidet. Ja, da bin ich leider so. Wenn ihr wollt, dass ich das rausschneide... Uiui, nee, da müsst ihr zu anderen Let's Playern gehen. Da müsst ihr zu anderen Let's Playern gehen. Ich mache Let's Plays so, wie ich es immer mache, nämlich alles drinnen lassen und euch damit langweilen. Tja. Warum kommen denn jetzt wieder diese Schattenfische nicht? Ey, oder bin ich im falschen Gebiet? Ist ja wohl das richtige Gebiet, oder? Für Schattenfische. Ja, doch, das ist das richtige Gebiet. Aber irgendwie beißen die schattigen Fische nicht so, wie ich das will. Irgendwie nicht so ideal, ne? Sag mal, was ist denn jetzt los? Spiel, willst du... Also... ja, waren wir da eigentlich schon drin, schon, oder? Piraten! Ja, offensichtlich. Okay. Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn nicht. So. Muss ich natürlich gleich auch abhaken, während ich da... Ja, hier versuche, einen Schattenfisch wieder rauszuangeln, die äußerst selten sind, was mich natürlich sehr, sehr erfreut. Und ich zu blöd bin zum Angeln. Ja, gut. Es kann sich nur mehr noch um Stunden handeln, ne? Oh wow, das ist ja schon wieder der Falsche. Wie gibt's das bitte? Jetzt habe ich letztens irgendwie dauernd welche gefunden, von denen in dem einen Fischteich oben. Jetzt gehe ich wirklich dann wieder da oben in im Düsterwald fischen. Also in den einen Wald da oben. Ihr wisst ja, wo ich meine, ne? Weil das ist ja, also es ist ja wohl eine Frechheit hier. Also sorry, Spiel, aber... Ja, und da denke ich mir wieder, ich fände es halt trotzdem echt cool, wenn man die Sachen optional kaufen könnte. Weil ich meine, ich habe so viel Geld. Ja, endlich einen, aber ich brauche 5 oder so oder 10, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Geld und kann aber mit dem Geld echt nichts mehr anfangen. Wahrscheinlich. Oder kann ich mit dem Geld noch was anfangen? Ich habe keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wo ich noch Sachen kaufen kann. Weil nämlich nicht mal so Gebrauchsgegenstände, weil die gibt's ja hier nicht. Und das ist irgendwie so doof. Ich finde, Geld macht nur dann, also so viel Geld vor allem, macht nur dann Sinn, wenn ich irgendwo zumindest Gebrauchsgegenstände in Shops kaufen könnte. So, jetzt komme ich da natürlich nicht rüber, obwohl ich da rüber wollte.
Ach, das Spiel versperrt mir immer alle Wege, die ich erreichen will. Heieiei, Spiel, du tust mir nichts Gutes. Ich bin eine Herausforderung, sprach das Spiel. Ich möchte nur, dass du mich nicht zu schnell durchspielst, jaulte das Spiel. Okay, ja, Spiel, wenn das so ist, dann... Ja, okay. Aber wenn wir schon mal da sind, habe ich eigentlich hier drin... Er ist ja nur der Bürgermeister, ne? Ja, okay. Ich glaube, beim Hütchenspiel hatten wir den Kristall bekommen, oder? Ja. Geben auf, ich bin die Beste, das freut mich sehr. Oh, ja, das ist schön, dass ich hier wieder einen Text hatte, den ich übersprungen habe, weil ich keine Lust hatte zu lesen. So. Keine Lust zu lesen. Furchtbar ist das mit der Jugend heutzutage, ne? So. Ja, der Ninja will mich aufschlitzen, hat aber Pech gehabt. Ja, das funktioniert so nicht bei mir. Ich muss hier angeln. Hui! Angel, angel, angel. Ja, wow. Hey, Freude. Ja, der Witz dran ist, hier soll irgendwo... was versteckt sein, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Muss ich da vielleicht wirklich graben? Nee. Also laut meiner Karte soll hier was versteckt sein. Vielleicht tauchen, schwimmen? Am Meerjungfelsen vielleicht. Meerjungfrauenfelsen, ne? Guck mal, der Meerjungfrauenfelsen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendeiner der Dorfbewohner sagt das und ich habe natürlich wieder mal nicht genau geguckt, nicht genau zugehört. Passiert mir öfter, ne? Oder habe ich da was geholt? Ich weiß gar nicht mehr. Theoretisch soll es ja irgendwas geben. Oh, wow. Ich habe so viele Schattenmakrelen. Moment, muss ich aber jetzt echt nochmal... Vielleicht rede ich doch nochmal mit den Dorfbewohnern. Wahrscheinlich brauche ich da wieder so einen Ghoul-Trank oder so. Hast du mich gerade geschlitzt? Du schlimmer Typ. Ich glaube, der hat mich gerade geschlitzt, oder? So. Vielleicht haben wir ja hier Glück bei der Hexe. Im Haus. Vorm Haus. Dass hier ein paar mehr von denen sind. Ja. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Verarscht, Spiel. Ist dir das klar? Oh. Oder gibt's die noch irgendwo? Jetzt gucke ich noch mal kurz. Nö. Die gibt's sonst wirklich nirgendwo. Die gibt's sonst nirgendwo außer hier. Moment, vielleicht hat die Hexe welche vorrätig. Ich möchte bitte so Fische kaufen. Bitte, du kannst mir den Kessel jederzeit benutzen. Ja, danke, aber nö. Ich habe nämlich blöderweise nur einen. Und ich habe eh keine freien Flaschen. Einen und ich brauche aber drei. Von den seltensten Fischen überhaupt. Ja, das ist sehr toll. Sehr toll gelöst, Spiel. Muss ich schon sagen. Super, ne? So, ja. Oh, oh, wow. Ich habe den seltensten Fisch des Spiels nochmal geangelt. Wie gibt's denn sowas? Das ist ja wirklich... Das ist ja fast unglaublich, ist das fast, ne? Ja, und ich hatte wieder kurz Angst, ne? Ja, okay. Und natürlich... Komm. Muss jetzt echt nicht sein. Das muss ich mir jetzt echt nicht antun, diese... Piep. Bin ich möglicherweise etwas schlecht gelaunt diesbezüglich? Ja, möglicherweise. Aber nur möglicherweise. So, jetzt muss ich schauen, ob irgendwer etwas da sagt zum Strand da unten. Mit einer von denen. Hey Kleiner, hast du dich verlaufen? Vielleicht solltest du lieber umdrehen und nach Hause gehen. Nein.
Vor ein paar Nächten habe ich über eine große schwarze Gestalt über mir fliegen sehen. Okay. Oh. Ich liebe es einfach auf den Jahrmärkten zu arbeiten. Deren Blütental ist mein Favorit. Manche Leute denken, dass diese Wälder gruselig sind, aber ich finde sie ziemlich gemütlich. Ja. Okay, also die sagen definitiv nichts Praktisches. So, und jetzt schauen wir nochmal da. Diese Stadt wurde von einem der letzten Orks gegründet, die vor vielen Jahrhunderten lebten. Ja, das ist natürlich schön. So. Zielgerichtet gehen wir in diese Hütte. Das ist auch wieder so ein Grab. Oh, guck mal. Oh, Kumpel, mir ist so kalt, mir fährt die Kälte direkt in die Knochen. Sag mal, Kumpel, könntest du mir etwas besorgen, das mich wärmt? Vielleicht den Drachenherztrank? Habe ich den nicht mit? Was, du hast den Drachenherztrank gefunden? Ist ja irre. Wow, der hat mich echt aufgewärmt. So warm, ach du liebe Zeit, die Hitze, boah, fast schon ein bisschen zu warm. Oh, was? Wow, ich habe es echt übertrieben, Kumpel. Das hier brauche ich wohl nicht mehr. Ja, toll, danke. Also wir bekommen ein Herz, das ist schön. Dafür, dass wir ihn versehentlich... Spürst du den Luftzug? Ich habe ihm gesagt, er soll abnehmen, danke vielmals. Das ist irgendwie doof. Warum haben wir das damals nicht? Das irgendwie, weiß ich nicht. Okay, 5 Herzteile fehlen noch. Eins davon ist beim Fischtyp, ne? Das wissen wir ja relativ gut. Aber ich wollte die ja alle nochmal fragen wegen... Ihr wisst schon, ne? Jetzt, da du weißt schon, wer zurückgekehrt ist, können wir Besucher gegenüber nicht vorsichtig genug sein. Ja, ist okay. Ich mache eh nur dein Inventar kaputt und lasse das Geld liegen. Undankbar, wie ich bin. Achso, das geht nach oben. Gott, ich erkenne nicht mehr die Perspektiven. Ah, das ist eine Hexe. Ich liebe es einfach, neue Rezepte auszuprobieren. Jupp. Ist cool, ne? Ist cool. So. Oh, hallo, ich bin auf der Suche nach dem verlorenen Kristall meiner Oma. Sie hat ihn vor ihrem Tod versteckt und jetzt kann ihn niemand finden. Wenn ich nur auf den Friedhof gehen und ein letztes Mal mit ihr sprechen könnte. Ja, ich glaube, ich brauche dann Gulixier, kann das sein? Ich befürchte ja. Und die wird mir dann wahrscheinlich verraten, dass der irgendwo da rechts unten vergraben ist. Aber wenn, dann kommen wir machen es richtig. Ja. Gulixier ist halt blöd, weil das genau die mit dem Fischen gemacht wird, die ich brauche für die Tauschquest. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? So, erstmal, solange wir hier sind, kurz nochmal hier in den... Die Frage ist, die vielleicht eh da drinnen sogar... Also ich habe auf jeden Fall hier, genau hier die Kiste habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Mit dem Herzteil. So, abgehakt. Okay. Und jetzt muss ich hier kurz das Gulixier nehmen, das wertvollste Elixier von allen. Ah, da ist ja wirklich, guck mal. Als ich noch lebte, nahm ich meinen wertvollsten Besitz und vergrub ihn in meinem Hinterhof in Monsterstädt. Was, in deinem Hinterhof in Monsterstädt? Okay. Ja gut, wenn das so ist, wusste gar nicht, dass in Monsterstädt auch noch was ist. Okay. Ah ja, offensichtlich ja. Nämlich genau da. Genau da oben. Okay. So, nämlich genau da irgendwo. Unter der Blume? Da vielleicht? Da vielleicht? Das war doch dieses Haus, oder nicht? Oh, eine Kiste. Und es ist ein Kristallknüppel. Knupsi, Düppel, Dupsi, Ding. Ja, genau. Hey, Kindersprache. Lustig. Okay. Haben wir. Einer fehlt noch. Oder auch noch 5, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eher nur einer, oder? Weil die Energieleiste, die kann ganz voll wird, die definitiv nicht mehr. Also ich weiß, dass die nicht mehr ganz voll wird, so viel kann ich euch verraten, ja? So viel habe ich mich schon selbst gespoilert. So, ich brauche aber trotzdem noch Gulixier und ich muss auf jeden Fall... Ich muss noch, es hilft alles nichts, ich muss noch angeln, ganz viel angeln muss ich noch. So.
bin verwirrt. Wahrscheinlich war da drin ein Herz, oder? War denn das? Ja, da war sicher. Oder war das nur für Gold? Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich war das auch nur für Gold. Aber ich glaube, das habe ich mitgenommen. Sicher bin ich mir nicht. Ich mache mal ein Fragezeichen dazu, weil auf der Karte ist das ein bisschen weiter drüber. Auf meiner lustigen Items-Karte, die offiziell vom Hersteller übrigens kommt, vom Spielentwickler. Der hat da was gebastelt. Ja, nur für uns Leute, die ungeduldig sind und nicht alles absuchen wollen. So. Habe ich hier was zu angeln? Nö. Kein Angelpunkt in Sicht. Das ist sehr schade. Da ist echt kein Angelpunkt ins... Oh. Bitte lass mich... Ah, hier ist Angelpunkt. So, flupp. Wop, 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 wop. Den wollte ich eigentlich nicht spielen. Ist dir klar, ne? Naja, gut, dann müssen wir... Oder ich angel mir die jetzt wirklich oben im... Echt, ich glaube, ich angel mir die wirklich oben in den einen Teich raus, weil da hatte ich echt Glück, da bekam ich voll viele. Hier jetzt irgendwie, wo eigentlich die zu Hause wären, da weiß ich nicht, kann ich angeln, bis ich schwarz werde? Und bekomme irgendwie nichts. Hm. Oh, wow. Böse Gegner, böse Gegner. Da ist ein großer Teich. Gut, ich sollte vielleicht auch treffen. Ja, zu treffen ist immer ein bisschen schwierig, ne? So, ich schau mal, wenn wir 10-mal angeln, wie oft wir den rausbekommen. Angel Nummer 2. Super. 0-mal. So. Angel Nummer 3 kommt zugleich, nämlich hier. Ich bin so ungeduldig. Warum bin ich so ungeduldig manchmal? Ich sehe nämlich, ich brauche noch ein Gulixier für ein weiteres Ding. Ja, und ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt. Ich find's einfach immer echt nicht so cool, wenn man für solche Sachen wirklich angeln muss. Und vor allem so viel angeln. Ich sag, es würde ja reichen, wenn ich so 2-3 Mal angeln muss. Aber ich muss hier so viele Fische eintauschen. Und vor allem, wenn das random ist. Ja, wenn das jetzt hier so zufällig ist. Ihr merkt ja, ich habe schon wieder zu 10 aufgehört, aber ich habe jetzt, glaube ich, 5-mal geangelt und habe nicht einmal den Fisch rausbekommen, den ich will. Oder den ich brauche, ja. Na, vielleicht gibt es einen Trick. Nur zu gewissen Uhrzeiten oder so, kann ja sein. Aber ich weiß nicht, nee, finde ich jetzt nicht gut. Bleibe ich dabei. Ja, seht ihr, ne? Kommen immer die Fische raus, die kein Mensch braucht. So, ja, wow. Komm, machen wir nochmal hier, ne? Da, guck mal. Ja, eben. Jetzt reicht's mir. Komm, ich gehe jetzt ins Dorf. Beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Sollte eigentlich... Genau, ja, da gehen wir in der nächsten Folge zurück ins Dorf und, Moment, ich könnte eigentlich schon den Ballon holen. Machen wir den Flug hier, so. So. Dann geben wir den Postding ab und dann nochmal oben und dann angeln wir oben einfach bei diesem blöden Teich so lange, bis wir alles bekommen haben, oder? Was haltet ihr da davon? Genau, zurück ins Dorf. Ich sollte vielleicht einfach den richtigen Punkt nehmen. So, gut. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge erst. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Und dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.